Schönen guten Tag. Bei mir jetzt hier Thomas Oesterfeldhaus, der neue oder sagen wir mal so der designierte Fraktionsvorsitzende der CDU, ab morgen im Amt, glaube ich, oder? Genau so ist es. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Fangen wir gleich mal mit was Unangenehmem an. Gewählt mit 13 zu 8 Stimmen. Da gibt es Leute, die würden so ein Amt nicht annehmen. Ich habe das Amt sehr, sehr gerne angenommen. Sie wundern sich, aber es ist oder es bietet mir die Chance, die Luft nach oben zu nutzen für die nächsten Monate und Jahre. Mit einem kleinen Augenzwinkern vielleicht in Richtung Berlin, das sei mir erlaubt. Da ist ein SPD-Kanzlerkandidat mal mit 100% nominiert worden und wenn wir uns heute anschauen, ist er ja noch nicht mal mehr Oppositionsführer jetzt geworden. Von daher 13 zu 8, ein ausbaufähiges Ergebnis, aber ich bin zuversichtlich für die nächsten Jahre. Damit macht man sich aber jetzt nicht gerade Freunde in der SPD. Das ist ja gut, der ein oder andere Seitenhieb sei mir erlaubt, aber ich will gerne das aufgreifen, was gerade schon hier in der Versammlung gesagt worden ist. Auch ich versuche natürlich mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen auch vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Wir haben viele Projekte in Bocholt, die wir umsetzen müssen, wo wir sicherlich auch eine möglichst breite Mehrheit im Rat für bekommen sollten. Und da werde ich alles versuchen, diese Mehrheiten noch hinzubekommen. Da müssen Sie aber noch ein bisschen Kreide essen, oder? Weil Sie gelten ja doch eher so ein bisschen als der aggressive Typ oder sagen wir mal so der forsche Typ. Das gefällt den anderen nicht immer so. Das ist schwierig, dann Mehrheiten zu finden, oder? Ich bin ja nun nicht gewählt worden, um anderen zu gefallen. Ich sehe meine Rolle so, hart, aber herzlich. Ich denke, wir sollten politische Auseinandersetzungen schon hart in der Sache führen, aber immer herzlich im Umgang, das heißt oberhalb der Gürtellinie. Und man sollte sich auch nach Sitzungen auch noch vielleicht an der Theke mal treffen können und bei dem einen oder anderen Kaltgetränk vielleicht auch andere Dinge noch zu besprechen. Aber bei 13 zu 8 muss man ja erstmal die eigenen Leute auf die Seite bringen, auf die eigene Seite bringen. Das war ja zuletzt nicht immer so. Sie galten ja auch immer so selbst als einer der Rebellen. Jetzt müssen Sie erstmal Ihre Fraktionskolleginnen und Kollegen überzeugen. Wie wollen Sie das machen? Also als Rebell habe ich mich nie gesehen. Ich habe immer eine Meinung vertreten, die ich sehr offensiv vertreten habe. Das halte ich aber auch für sehr, sehr sinnvoll, dass man seine Meinung auch offensiv vertritt. Ich bin eigentlich, was die zukünftige Arbeit in der Fraktion betrifft, sehr, sehr positiv gestimmt. Ich habe die Chance über den Sommer hinweg genutzt, mit allen 20 Fraktionskolleginnen und Kollegen zu sprechen. Es waren durchweg sehr, sehr positive Gespräche. Ich glaube, dass trotz des durchaus knappen Wahlergebnisses für mich, wir es aber schaffen, in den nächsten Monaten so zusammenzurücken, dass wir auch als eine Einheit auftreten werden. Was sind so die Kernthemen oder die wichtigsten Themen, die jetzt in der nächsten Zeit anstehen? Also die Themen, die auf der Hand liegen, sind natürlich das Thema Brauhaus, das Thema Rathaus, Innenstadtentwicklung, die mir auch ganz persönlich am Herzen liegt. Ich komme ja auch aus der Innenstadt, bin sozusagen ein Kind der Innenstadt und von daher liegt mir das auch sehr persönlich am Herzen. Wir als Union, gerade auch die Jüngeren in der Fraktion, wollen das Thema Mobilitätskonzept in den nächsten Monaten noch weiter voranbringen und von daher ist eine Menge zu tun und da freue ich mich auch drauf. Okay, ein schönes Schlusswort. 5 Minuten haben Sie mir gegeben, wir haben es geschafft. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke.